Hallo ihr Lieben, ich mache heute mit euch eine Glasglocke. Ihr seht schon, da ist schon etwas drin. Aber erstmal hier, ich zeige euch erstmal meine Blümchen, wo ich halt so ein bisschen davon nutzen werde. Die habe ich bei Deko Panda bestellt. Und die sind aber hauptsächlich eigentlich für ein anderes Projekt. Aber da ich das jetzt einfach vorziehen wollte, weil mich das schon ganz, 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 ganz lange quält, habe ich gedacht, versuche ich mal, vielleicht nehme ich davon auch noch ein paar Blümchen mit dazu. Ich habe diese Glasglocke schon vor einer ganzen, ganzen Weile gemacht. Ich habe euch das Video dazu nie gezeigt, weil ich irgendwie so komplett unzufrieden war. Das Ganze ist so mega vollgestellt. Ich weiß nicht, was ich mir damals dabei gedacht habe. Es war für mich einfach, ja, mein erstes Mal. Und da wollte ich halt irgendwie anscheinend zu viel. Und dementsprechend nutze ich jetzt einfach dieses ganze Gerüst und versuche da einfach jetzt was Hübsches, Neues draus zu machen. Ich finde das Ergebnis gut, es ist nicht perfekt. Ich werde vielleicht auch noch eine Änderung dran machen, das weiß ich aber noch nicht genau. Und ja, hatte eben bei dem Projekt, was ich euch gerade zeige, auch ein bisschen was dazugelernt. Das Projekt finde ich mega, ich liebe das Ergebnis dazu. Ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwas mit Nestchen oder so ähnlich war das von der Janina Theis, heißt sie. Sie hatte damals so ein DIY-Set zusammengestellt, was man halt gut nutzen konnte. Da hat sie auch eine Videoanleitung dazu gemacht, was ich halt sehr, sehr, sehr schön fand. Ja, hier nehme ich jetzt erstmal alles wieder raus. Keine Sorge, ich werde euch übrigens die ganze Zeit nicht unbedingt zulabern. Ich werde zwischendrin Musik einblenden, weil das einfach auch was zum Entspannen dann ist. Und dementsprechend, ja. Also ich nehme erstmal alles raus, versuche das so ein bisschen zu sortieren, auch so ein bisschen so mir Gedanken drüber machen, was ich halt machen möchte. Habe das Ganze jetzt übrigens alles ein bisschen schneller gemacht, damit es nicht ganz so lang ist. Werde aber auch nicht wirklich was rausschneiden, weil das einfach so als zusammenhängend für mich dazugehört. Und genau, aber ansonsten, genau, ich mache auch diesen Steckschwamm ein bisschen kleiner. Weil ich glaube, der war ein bisschen groß. Irgendwie passte das alles nicht so richtig. Wie gesagt, ich war leicht frustriert. Und genau, also die Blumen selber schmeiße ich nicht weg, weil das wäre schade drum. Gibt bestimmt Sachen, die ich dann wegschmeiße. Aber das ist dann auch okay. Der Untersetzer hat schon ein bisschen gelitten, aber das war dann jetzt auch dementsprechend geschuldet. Ein bisschen sieht man die Steckmasse auch durch, aber das ist auch okay. Und hier seht ihr, ich habe es ein bisschen kleiner alles gemacht und musste das damals auch so ein bisschen ankleben. Wie gesagt, hat alles ein bisschen gelitten, das Ganze. Und aber ich möchte da eben trotzdem was Hübsches Neues draus machen. Und genau, dann sortiere ich das Ganze erstmal, um einfach einen Überblick zu haben, was ich denn da habe von dem, was jetzt da rausgegangen ist. Was kann ich davon jetzt noch benutzen, was muss weg? Und ja, es hat auch seine Zeit gedauert. Und dann habe ich mir meine Kisten alles genommen, was ich so an Blümchen habe. Eben halt auch die, für was eigentlich für ein anderes Projekt gedacht war. Und habe mir das alles mal angeschaut, was würde ganz gut passen. Ich wollte ein bisschen mehr Farbe reinbringen. Wer mich ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich unglaublich auf Farbe stehe. Alles so ein bisschen bunter, kräftiger. Ich glaube, die Welt ist so grau oft, dass ich halt mich total freue, wenn dann die Farbe ins Leben kommt. Ich hatte jetzt auch künstlichen, ich glaube Eukalyptus, bin ich jetzt kein Fan von. Das war irgendwie so ein bisschen so ein Fehlkauf, aber okay. Und genau, und habe das Ganze jetzt einfach weiter sortiert. Und dann geht's auch schon los. Habe alles so ein bisschen hingestellt, mir ein paar Gedanken drüber gemacht, was ich denn so machen möchte. Und wie gesagt, viel Farbe und das Ganze stecke ich dann rein. Ich kann tatsächlich kaum Tipps geben. Das Wichtige ist halt, ich glaube, bei so Sachen, man hat eigentlich kaum Abfall in dem Sinne. Ich habe ja zum Teil dann die Stängel jetzt auch gekürzt. Diese Stängel habe ich aber aufgehoben, was ich gekürzt habe, damit ich unter Umständen das Ganze dann nochmal reinmachen kann. Das hatte ich übrigens bei dem Nestchen auch gemacht. Dazu gibt es auch ein Video. Da, wenn ich dran denke, werde ich es euch verlinken.
Und das Ganze ist dann halt so ein bisschen entstanden. Ich werde euch jetzt einfach so ein bisschen Musik einblenden und ihr könnt einfach genießen und gucken, was ich mache. Wie gesagt, wirkliche Tipps kann ich nicht wirklich geben. Das ist ganz viel Bauchgefühl, was da passiert. Ich habe ganz viel geschaut, was für Farben passen zusammen. Von der Länge her, was passt am besten? Und das ist halt nicht ganz so einfach. Hier gibt es übrigens ein Set. Ich weiß nicht, ich gucke mal, ob ich den Link dazu noch finde. Das hatte ich beim großen A bestellt. Und kann euch sonst den Link da unter Umständen nochmal mit reinpacken. Ich finde das Set sehr gut, weil erstens ist es halt schon als Sträußchen zusammengepackt. Und genau, also dementsprechend ist das, glaube ich, ein wunderschönes Set, was man gut nutzen kann. Wir sehen uns zum Ende wieder oder hören uns zum Ende wieder und ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
Ich bin wieder da, weil wir sind fast am Ende. Und ich hoffe, euch hat es so ein bisschen gefallen. Wie gesagt, man sieht so ein bisschen dann auch zum Schluss hin so das Gesteckte. Ich hatte jetzt noch überlegt, ich habe von diesen Nestchen oder was auch immer, wie man es hieß, am Anfang gezeigt, da habe ich noch Reste von. Ob ich die halt rundherum einfach anklebe, dann sieht man den Stecker nicht. Was ich halt, glaube ich, auch gar nicht so schlecht finde, habe mich aber bisher nicht dran getraut, weil ich nicht ganz sicher bin, ob ich mir da vielleicht alles kaputt mache. Aber sollte ich das doch nochmal machen, werde ich wahrscheinlich ein ganz kleines Video dazu noch hochladen als Update, damit ihr ungefähr wisst, was da noch passiert ist. Aber ansonsten, ihr seht, es ist wie so eine bunte Wildblumenwiese und ich mag das sehr. Also ich freue mich jetzt auf den Frühling, der jetzt so langsam, auch wenn es jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich es jetzt gerade mache, unglaublich regnet. Aber es ist okay. Auch die Pflanzen brauchen eben halt ein bisschen Wasser, damit sie halt eben auch wunderschön aufblühen können wieder. Und dadurch, ja, ihr seht übrigens, ich habe nicht ganz so viel Müll jetzt gerade irgendwo auf dem Tisch. Also ich habe jetzt da wirklich ganz viel behalten auch, beziehungsweise verwendet, damit das Ganze auch so ein bisschen gefüllt ist, aber eben halt nicht too much ist. Und wie gesagt, ich mag das Ergebnis sehr. Ich zeige es euch gleich nochmal in Ruhe und wie gesagt, bin da eigentlich sehr happy drüber, dass da jetzt einfach ein bisschen mehr Farbe reingekommen ist, es nicht mehr komplett dicht ist, diese Glocke. Und ich glaube, da wären noch so viele Möglichkeiten offen gewesen, das Ganze zu machen. Und aber das ist auch okay so, wie es jetzt ist. Irgendwann habe ich auch gedacht, okay, jetzt man kann es einfach auch nur noch schlimmer machen. Klingt jetzt böser, als ich es meine. Und dann dementsprechend das Ganze zu schauen. Es war jetzt nicht ganz einfach, das Ganze in diese Glocke reinzubekommen, aber ich finde das Ergebnis wirklich, wirklich schön und freue mich da einfach sehr drüber, dass das jetzt so schön dann wirklich auch geworden ist. Wie gesagt, sollte ich es nochmal ein bisschen anpassen, gerade wegen dieser Steckmasse, dass man die dann halt nicht mehr so sieht, zeige ich euch das auf jeden Fall noch, aber ansonsten glaube ich, ist das ein wunderschönes Ergebnis und ich hoffe, ihr hattet zumindest ein bisschen Spaß beim Zuschauen und dann zeige ich euch jetzt gleich noch das Ergebnis, verabschiede mich aber auch schon, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und bis ganz bald, bis dann, tschüss!